Gehorsam aus Liebe zu mir ist euer größter Schutz. Teil 1 von 3. 31. August 2022. Gesprochen von Pascal. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat uns inspiriert, eine Zusammenfassung von einigen seiner Lehrgänge über den Gehorsam zu machen. Hier folgen also Auszüge davon. Natürlich gibt es noch viel mehr dazu auf unserer Webseite jesus-comes.com. Wir haben die Zusammenfassung auf 3 Videos aufgeteilt. Hier folgt nun Teil 1 von 3. Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 69, Verse 8 bis 12. Offenbart von Jesus durch Jakob Lorber. Wie aber Gott für uns in der Liebe nur Gott ist und unser aller liebevollster heiliger Vater, so können auch wir nur in der Liebe seine Kinder werden. Die Vereinigung Gottes mit seiner Liebe ist aber gleich dem Gehorsame. Wenn wir nun in unserem fürwitzigen, neugierigen Verstande gehorchen, den empfundenen Anforderungen des Geistes und vereinen somit das Licht mit der Liebe, so werden wir dadurch Kinder der Liebe voll Weisheit, voll Wohlgefallen Gottes und Kinder voll des ewigen Lebens. Nun sehet also, liebe Kinder, da ihr im Fürwitze des Verstandes ungetreu geworden seid, eurer innersten Liebe aus Gott in euch, so wurdet ihr ungehorsam in eurer Seele, wie eurem Heiligtume, so auch der Liebe in Gott. Ihr lebtet nur in eurer Seele, nach äußerer Ausdehnung, wenn's möglich wäre, ins Unendliche strebend. Nun urteilet selbst und saget, was da fester sei. Ein sich nach allen Seiten ausdehnender Nebel, wenn auch seine flüchtige Größe ganze Weltgegenden umhüllt. Oder ein kleines, rundes, gleich einem Tautropfen durchsichtiges Steinchen. Sehet, darin auch liegt der Grund eurer Furcht und der Grund eurer Blindheit. Ist das Steinchen nicht also fest, dass es niemand zu zermalmen vermag und widersteht jedem Sturme, jedem Drucke, jedem Schlage? Ja, ihr sahet zwar den Tiger einen mächtigen Stier plötzlich zerreißen in kleine Stücke, aber wahrlich, hätte dieser Tiger in ein solches kaum ein großes Steinchen gebissen, um seine ärgste Waffe wäre es geschehen gewesen. Und hätte er es als Ganzes verschlungen, so würde er seinen Tod verschlungen haben. Und in seiner Verwesung wäre das Steinchen unversehrt geblieben. Sehet, Kinder, diesem Steinchen gleicht der Mensch in seinem Gehorsame, dem Nebel aber als purer, äußerer Verstandesmensch. Geschieht es aber nicht, dass, wenn Winde Nebel an Nebel drängen, daraus Wassertropfen werden, und wenn mehrere und viele solcher Tropfen zusammenfließen, am Ende einen See ausmachen? So aber die große Schwere der Wassermasse in der Tiefe sich sehr drückt, so ergreifen sich unter solchem Drucke endlich seine Teilchen und bilden einen durchsichtigen Stein, der dann ist ein fester Strahlenstein, einerlei mit Tumim, der da ein Sinnbild ist, und ein großes Wahrzeichen des wiederkehrenden Gehorsams durch die wahre Reue. Sehet, ihr seid durch euren Ungehorsam zum Nebel geworden. Es kamen aber nun allerlei Winde und drängten und ängsteten euch von allen Seiten. Ihr empfandet den Druck und weintet Tränen des Schmerzes. Sehet, da ist der Regen. Aber es ist nicht genug, dass ihr zu Wasser wurdet, gleich den einzelnen Tropfen, sondern ihr musstet zu einem See werden in eurer Reue. Ihr seid es nun geworden. Es drückt euch zwar jetzt mehr denn früher in der Tiefe eures Lebens, aber höret und sehet,
und begreifet wohl, durch eben diesen jetzigen letzten Druck hat sich euer zweifaches Leben gleich den Wasserteilchen wieder ergriffen. Und ein neuer Stein des Lebens und der wahren Weisheit hat sich in euch gestaltet. Darum seid froh und voll heiteren Mutes, denn nicht um euch zu verderben sind wir gekommen, sondern dass euch ein neues Leben werde in der wahren Liebe zu Gott, unser allerheiligstem Vater. Amen. Haushaltung Gottes, Band 2, Kapitel 137, Verse 12 bis 17. Offenbart von Jesus durch Jakob Lorber. So aber da noch jemand sagen möchte, wie bin ich denn ein Herr meines Lebens, so ich nur stets leben soll wie ein gehorsamer Knecht? Da sage ich euch aber, solange ihr da seid Diener der Welt und eures Fleisches, solange auch seid ihr ans Joch des knechtlichen Gehorsams gespannt. Wenn ihr aber werdet Diener meiner Liebe sein, dann auch werdet ihr befreit sein von jeglichem Joche und werdet eben dadurch sein vollkommene Herren eures Lebens. Denn die Liebe wird und kann euch allein nur völlig frei machen. Wie auch sollte die Liebe das nicht können, da sie ist eine lebendige und allerköstlichste Würze des eigenen Willens. Wozu aber sollte dem dann noch irgendein Gebot dienen, dem er gehorchen solle, da er die Liebe hat, welche alle Gebote in sich fasst und ein Meister ist alles Gesetzes? Oder ist es nötig, jemanden zu einer Tat zu nötigen, die er aus sich heraus von ganzem Herzen übergerne tut? Also ist ja die Liebe somit, da sie erhaben ist über alle Gebote und Gesetze, als das Leben selbst auch ein vollkommener Herr des eigenen Lebens. Der Weg in die wahre, lebendige Kirche. Gehorsam, Kirche, Rose. Drei Worte im geistigen Licht. Himmelsgaben vom 25. November 1840 durch Jakob Lorber. Der Herr sagt: Siehe, gehorsam ist der Weg in die wahre, lebendige Kirche, welche ist mein lebendiges Wort. Geschrieben und ausgesprochen von Ewigkeit in jedes Menschen- und Engels Herz. Die Rose aber besagt die reinste, wohlduftende Liebe zu mir aus der Kirche des Herzens. Wie aber die Meisterblume wächst auf dornigen Gesträuchen, so ist auch der Weg in die wahre Kirche, als den Ort, da meine Gnade einzig und allein nur zu Hause ist, ebenfalls ein etwas dorniger. Aber eben darum ist auch dann die reine Liebe, deren Wurzeln im Garten des kindlichen Gehorsams dem dornigen Strauche wohlgedeihliche Nahrung zuführen, das höchste, schönste und heiligste Gut. Ja, sie allein ist das ewige, seligste Leben selbst. Und wer nicht diese Königsblume geistig in seinem Herzen tragen wird, wird schwerlich eingehen in das große, ewige Reich der Himmel. Gehorsam ist also der Garten. Das Leben im Gehorsam sind die guten Rosenstrauchwurzeln. Obschon noch in der dunklen, lichtlosen Erde, sind diese aber doch die Hauptträger des Strauches und endlich der Blüte selbst. Die Kirche aber gleicht dem dornigen Strauche. Und es sind die Dornen daran, all die Freiheitsprüfungen und mannigfachen Versuchungen der Welt. Aber zugleich auch die Feuersauger der Liebe, wie die wirklichen Dornen am Rosenstrauche Sauger des elektrischen Feuers sind. Die Rose aber endlich ist das schöne Symbol der Liebe selbst.
Also höre du, meine liebe junge Erfinderin dieser drei Worte. Werde auch du eine Rose und werde als solche meine liebe Tochter, damit dir dereinst klar werden möge, das Rätsel, das dich noch gefangen hält am Weltlichen. Komme daher alsobald in meinen Garten und erblühe daselbst zur herrlichen Blume des ewigen Lebens, da du wieder vernehmen wirst die gar heimlichen Klänge meiner väterlichen Stimme. Was dir aber gesagt ist durch meinen Knecht, das gelte auch deinen Geschwistern. Amen. Da sage ich, euer allerliebevollster Vater. Amen. Die geistige Heimat. Aus Predigt 23 des Herrn, offenbart durch Gottfried Meierhofer. Der Herr sagt: Wer von meinem Worte nur dunkle Begriffe hat oder gar nichts weiß, den kann ich für seine Handlungen nicht so verantwortlich machen wie diejenigen, welche meine Lehre kennen, welche begreifen, wie und wann sie nach derselben handeln müssen. Diese, wenn sie vorsätzlich dagegen sündigen, sind strafbar und werden, nicht von mir, sondern von ihrem eigenen Gewissen, des Wankelmutes, der Kleinmütigkeit angeklagt werden, weil es ihnen so sehr an Kraft mangelt und weil sie, mitten unter dem Einflusse geistiger Hilfe von oben, sich so ins Netz der weltlichen Genüsse verstricken ließen, dass sie darüber ihre geistige Würde eingebüßt haben. Die geistige Würde des Menschen. Aus Lebensgeheimnis 14, offenbart durch Gottfried Meierhofer. Der Herr sagt: Den Menschen adelt nicht das konventionelle Halten der Anstandsregeln und der staatlichen Gesetze. Nein, den Menschen adelt sein eigenes Gewissen, wenn er das Bewusstsein hat, alles nur aus den edelsten, erhabensten Beweggründen getan zu haben. Alles gewirkt zu haben aus Liebe. Aus Liebe zu seinem Schöpfer. Aus Liebe zu seinem Mitgeschaffenen. Nicht die Tat stempelt den Wert, sondern das, warum solche Tat geschehen ist. Die Tat sieht wohl der Mensch, den Beweggrund kennen aber nur zwei. Ich und der Handelnde, wo ich bei ihm sein lohnendes oder strafendes Gewissen repräsentiere. Was sind denn Gewissensbisse, anderes als die Unruhe, seiner geistigen Würde zuwidergehandelt zu haben? Daher, so oft ihr etwas unternehmt, so oft Gedanken euch beschleichen, seid aufmerksam auf sie, damit sie euch nicht entwürdigen. Denn ein jeder trägt sein Lebensbuch in sich. Und am Ende seiner Laufbahn wird er in einem Bilde erschauen können, welche Physiognomie, Gesichtsausdruck, sein geistiger Mensch beim Scheiden aus dieser Welt erhält. Denn der Abglanz des weltlich gelebten Lebens wird der Ausdruck des seelischen Gewandes sein, wo die Gesamtzahl aller Gedanken, Wünsche und Begierden den geistigen Menschen so bezeichnend den anderen Geistern darstellen wird, wie er nicht körperlich geformt, wohl aber geistig sich ausgebildet hat. Unterweisung durch göttliche Kundgaben. Aus Kapitel 4 des Dritten Testamentes. Der Herr sagt: Vor der geistigen Lade des neuen Bundes geloben die Menschenscharen Ergebung, Gehorsam und guten Willen. Aber als die Orkane und Wirbelstürme mit Macht hereinbrachen und die Zweige des Baumes peitschten, wurden manche schwach, während andere unerschütterlich standhaft blieben und die neuen Arbeiter lehrten, die Felder zu bestellen.
Einige, die die Größe dieser Offenbarung erkannt hatten, beabsichtigten, weiter in meine Geheimnisse einzudringen, als es mein Wille ist, um sich ein Wissen und eine Macht anzueignen, die sie den anderen überlegen machen sollte. Doch sehr bald standen sie meiner Gerechtigkeit gegenüber. Andere, die die Größe dieses Werkes nicht in seiner Lauterkeit, in seiner Schlichtheit entdecken konnten, haben von Sekten und Kirchen Riten, Symbole und Zeremonien übernommen, weil sie meinten, meinen Kundgebungen damit Feierlichkeit zu verleihen. Seit diese Kundgabe sich zu offenbaren begann, wurde euer Geist durch meine Unterweisung erleuchtet, obschon sich auch Ungläubige zeigten. Sowohl bei denen, die den Verstand geschult haben, als auch bei den Ungebildeten und Unwissenden. Wie viele Argumente, um diese Offenbarung zu leugnen. Wie viele Versuche, dies Wort zu vernichten. Doch nichts hat den Lauf meiner Botschaft aufgehalten. Im Gegenteil, je mehr man dies Werk bekämpft hat, desto mehr wurde der Glaube der Menschen entzündet. Und je mehr Zeit verging, desto größer wurde die Zahl derer, durch die ich mein Wort übermittle. Was ist daraus zu lernen? Dass Menschenmacht niemals imstande sein wird, zu verhindern, dass die göttliche Macht ihre Ratschlüsse durchführt. Grund für die neue Gottesoffenbarung aus Kapitel 5 des Dritten Testamentes. Der Herr sagt: Die Art und Weise, in der ich mich in dieser Zeit offenbart habe, ist anders als die der zweiten Zeit. Doch meine Absicht ist die gleiche: die Menschheit zu retten, sie aus jenem Wirbelsturm zu entfernen, dem sie auf ihrem Weg begegnet ist und dem sie nicht entrinnen vermochte. Die Versuchung ist in all ihrer Macht entfesselt, und der Mensch ist wie ein kleines Kind gefallen und hat große Leiden erfahren. Er leert seinen Leidenskelch und ruft nach mir in seiner tiefen Verwirrung. Und der Vater ist bei ihm gewesen. Noch sind in dem Kelch die Hefen übrig geblieben. Doch ich werde euch helfen, jene Schmerzen zu ertragen, welche die Folge eures Ungehorsams sind. Wohl euch, die ihr mich hört, denn ihr werdet stark sein. Doch was wird mit den anderen sein, wenn sie jenes große Leid trifft? Wird ihr Geist aus Mangel an Glauben zusammenbrechen? Das Gebet Israels muss ihnen Halt geben. Gemeint ist das geistige Israel, nicht die Bewohner des Staates Israels. Beispiele aus dem Volk Israel, aus Kapitel 9 des Dritten Testamentes. Der Herr sagt: Ich sagte Noah, ich werde den Geist der Menschen von all ihren Sünden reinigen. Zu diesem Zweck werde ich eine große Sintflut senden. Baue eine Arche und lasse deine Kinder, deren Frauen, die Kinder deiner Kinder und ein Paar von jeder Tierart in sie einsteigen. Noah war meinem Gebot gehorsam und die Katastrophe kam in Erfüllung meines Wortes. Der schlechte Same wurde mit der Wurzel ausgerissen. Und der gute Same in meinen Kornkammern aufbewahrt, aus dem ich eine neue Menschheit schuf, die das Licht meiner Gerechtigkeit in sich trug, um mein Gesetz zu erfüllen und in der Einhaltung guter Sitten zu leben verstand. Meint ihr etwa, dass jene Menschen, die einen so leidvollen Tod fanden, körperlich und geistig umkamen? Wahrlich, ich sage euch, nein, meine Kinder.
Ihre Geister wurden durch mich erhalten und erwachten vor dem Richter ihres eigenen Gewissens und wurden vorbereitet, um erneut auf den Weg des Lebens zurückzukehren, damit sie auf ihm geistigen Fortschritt erlangten. Nicht immer wird es nötig sein, dass ihr den Leidenskelch bis zur Neige leert. Denn es genügt mir, euren Glauben, euren Gehorsam, euren Vorsatz und eure Absicht zu sehen. Meinen Auftrag zu befolgen, dass ich euch den schwersten Augenblick eurer Prüfung erspare. Erinnert euch, dass von Abraham das Leben seines Sohnes Isaak gefordert wurde, den er sehr liebte und den der Patriarch unter Überwindung seines Schmerzes und der Liebe zu seinem Sohne in einer Prüfung des Gehorsams, des Glaubens, der Liebe und Demut, die ihr noch nicht begreifen könnt, zu opfern im Begriffe war. Doch es wurde ihm nicht erlaubt, das Opfer an dem Sohne zu Ende zu bringen, weil er auf dem Grunde seines Herzens bereits seinen Gehorsam gegenüber dem göttlichen Willen bewiesen hatte. Und dies genügte. Wie groß war der innere Jubel Abrahams, als seine Hand durch eine höhere Macht aufgehalten wurde und ihn an der Opferung Isaaks hinderte. Wie segnete er den Namen seines Herrn und bewunderte seine Weisheit. Christentum, Kirchen, Kulte und Taufe. Aus Kapitel 14 des Dritten Testamentes. Der Herr sagt: Da ihr nicht wisst, was der wahre Friede ist, begnügt ihr euch damit, euch nach ihm zu sehnen und versucht mit allen möglichen Mitteln und auf alle nur erdenkliche Art ein wenig Ruhe, Annehmlichkeiten und Befriedigungen zu erlangen. Aber niemals das, was wirklich Friede des Geistes ist. Ich sage euch, dass ihn nur der Gehorsam des Kindes gegenüber dem Willen des Herrn erringt. Volk. Zu seiner Zeit taufte Johannes, der auch der Täufer genannt wird, diejenigen mit Wasser, die an seine Weissagung glaubten. Diese Handlung war ein Sinnbild für die Reinigung von der Urschuld. Er sagte den Menschenscharen, die zum Jordan kamen, um die Worte des Wegbereiters zu hören: Siehe, ich taufe euch mit Wasser, doch schon ist jener auf dem Wege, der euch mit dem Feuer des Heiligen Geistes taufen wird. Aus diesem göttlichen Feuer wurden alle Geister geboren. Sie gingen rein und lauter daraus hervor. Doch wenn sie sich auf ihrem Wege mit der Sünde befleckt haben, welche der Ungehorsam mit sich brachte, so ergießt sich aufs Neue das Feuer meines Geistes auf sie, um ihre Sünde zu tilgen, ihre Flecken auszulöschen und ihnen ihre ursprüngliche Reinheit zurückzugeben. Wenn ihr diese geistige Taufe, statt sie als Läuterung zu verstehen, die der Mensch durch einen Akt aufrichtiger Reue gegenüber seinem Schöpfer erlangt, in einen Ritus verwandelt und euch mit dem Symbolgehalt einer Handlung begnügt, wahrlich, ich sage euch, dann wird euer Geist nichts erlangen. Wer so handelt, lebt noch in den Zeiten des Täufers. Und es ist, als ob er nicht an dessen Prophezeien und Worte geglaubt hätte, die von der geistigen Taufe sprachen, vom göttlichen Feuer, durch das Gott seine Kinder reinigt und im Lichte unsterblich macht. Johannes rief die Menschen als Erwachsene zu sich, um jenes Wasser als Sinnbild der Reinigung auf sie zu gießen. Sie kamen zu ihm, als sie sich bereits ihrer Handlungen bewusst waren und schon den festen Willen haben konnten, auf dem Weg des Guten, der Rechtschaffenheit und der Gerechtigkeit zu bleiben. Seht, wie die Menschheit es vorgezogen hat,
den symbolischen Akt der Läuterung mittels Wasser zu vollziehen, statt wahrhaftiger Erneuerung durch Reue und den festen Vorsatz zur Besserung, welche aus der Liebe zu Gott geboren werden. Die rituelle Handlung bedeutet keine Anstrengung. Hingegen das Herz läutern und darum ringen, rein zu bleiben, bedeutet für den Menschen sehr wohl Anstrengung, Entsagung und Selbstopfer. Darum haben die Menschen es vorgezogen, ihre Sünden äußerlich zuzudecken, indem sie sich mit der Einhaltung von Zeremonien, bestimmten Handlungen und Riten begnügten, die ihre moralische oder geistige Verfassung nicht im geringsten verbessern, wenn bei ihnen nicht das Gewissen mitspricht. Jünger, das ist der Grund, weshalb ich nicht will, dass unter euch rituelle Handlungen stattfinden, damit ihr durch deren Vollzug nicht das vergesst, was tatsächlich auf den Geist einwirkt. Ich bin es, der die Geistwesen im Einklang mit dem Gesetze der Entwicklung zur Inkarnation sendet. Und wahrlich, ich sage euch, die Einflüsse dieser Welt werden meine göttlichen Pläne nicht ändern. Denn über alles ehrgeizige Machtstreben hinweg wird mein Wille geschehen. Jedes menschliche Wesen bringt einen Auftrag zur Erde mit. Seine Bestimmung ist vom Vater vorgezeichnet und sein Geist ist durch meine Vaterliebe gesalbt. Umsonst veranstalten die Menschen Zeremonien und segnen die Kleinen. Wahrlich, ich sage euch, in keinem materiellen Lebensalter wird das Wasser den Geist von seinen Verstößen gegen mein Gesetz reinigen. Und wenn ich einen von jeder Sünde reinen Geist sende, von welcher Befleckung reinigen diesen dann die Geistlichen der Konfessionen mit der Taufe? Das göttliche Gesetz aus Kapitel 16 des Dritten Testamentes. Der Herr sagt: In dieser Zeit habe ich euch offenbart, dass ihr Gott mehr als alles Geschaffene lieben sollt. Dass ihr Gott in allem Bestehenden und alles Bestehende in Gott lieben sollt. Dass ihr an euren Mitmenschen Barmherzigkeit und nochmals Barmherzigkeit üben sollt, damit ihr den Vater in all seiner Herrlichkeit schaut. Denn Barmherzigkeit ist Liebe. Ich sage euch nicht einmal, dass diese Geistlehre die Weltreligion sein wird. Denn niemals habe ich Religion überbracht, sondern Gesetz. Ich beschränke mich darauf, euch zu sagen, dass das Gesetz, das auf der Erde triumphieren und bleibende Gültigkeit auf ihr haben wird, um das Dasein der Menschen zu erleuchten, das Gesetz der Liebe sein wird. Das ich euch in meiner Lehre erklärt habe, damit ihr es voll erkennt. Die Menschheit wird noch viele falsche Werke der Liebe und Wohltätigkeit tun, bis sie zu lieben und wahre Liebestätigkeit auszuüben lernt. Und viele werden noch von Konfession zu Konfession wandern müssen, bis ihr Geist sich zu höherem Erkennen aufschwingt und sie endlich begreifen, dass das einzige Gesetz, die universelle und ewige Lehre des Geistes, die der Liebe ist, zu der alle gelangen werden. Alle Religionen werden verschwinden und übrig bleiben wird nur das Licht des Tempels Gottes, das innerhalb und außerhalb des Menschen erstrahlt. Des Tempels, in welchem ihr alle einen einzigen Kult des Gehorsams, der Liebe, des Glaubens und des guten Willens darbringen werdet. Die Missachtung der göttlichen Gesetze und ihre Folgen.
An diesem Morgen feierlichen Gedenkens frage ich euch: Was habt ihr aus dem Gesetz gemacht, das ich durch Mose der Menschheit sandte? Wurden diese Gebote etwa nur für die Menschen jener Zeit gegeben? In Wahrheit sage ich euch, dass jener gesegnete Samen nicht im Herzen der Menschen ist, weil sie mich nicht lieben, noch sich untereinander lieben. Sie ehren weder ihre Eltern, noch achten sie fremdes Eigentum. Dagegen nehmen sie einander das Leben, brechen die Ehe und bringen Schande über sich. Hört ihr nicht von allen Lippen die Lüge? Ist euch nicht bewusst geworden, wie ein Volk dem anderen den Frieden raubt? Und dennoch sagt die Menschheit, sie kenne mein Gesetz. Was würde aus den Menschen werden, wenn sie meine Gebote vollständig vergessen würden? In der zweiten Zeit, als Jesus in Jerusalem eingezogen war, fand er, dass der Tempel, der dem Gebet und der Gottesverehrung geweihte Ort, in einen Markt verwandelt worden war. Und der Meister warf voller Eifer diejenigen hinaus, die ihn in dieser Weise entweihten, wobei er zu ihnen sagte: Das Haus meines Vaters ist kein Marktplatz. Diese waren weniger schuldig, als die dazu beauftragten, den Geist der Menschen in der Erfüllung des Gesetzes Gottes zu führen. Die Priester hatten den Tempel in einen Ort verwandelt, an dem Ehrsucht und Prachtliebe herrschten. Und diese Herrschaft wurde zerstört. Heute habe ich keine Geißel verwendet, um die zu strafen, die mein Gesetz entweihten. Ich habe jedoch zugelassen, dass sich die Folgen ihrer eigenen Verfehlungen in den Menschen fühlbar machen, damit sie deren Sinn zu deuten wissen. Und sie begreifen, dass mein Gesetz unbeugsam und unwandelbar ist. Ich habe dem Menschen den Weg gewiesen, den geraden Weg. Und wenn er sich von ihm entfernt, setzt er sich den Härten eines gerechten Gesetzes aus. Denn in ihm bekundet sich meine Liebe. Ich werde meinen Tempel wieder aufrichten, einen Tempel ohne Mauern und Türme, denn er ist im Herzen der Menschen. Der Turm von Babel entweiht noch immer die Menschheit, doch seine Fundamente werden im Herzen der Menschen zerstört werden. Die Abgötterei und der religiöse Fanatismus haben gleichfalls ihre hohen Türme errichtet. Aber sie sind brüchig und werden einstürzen müssen. Wahrlich, ich sage euch, meine Gesetze, die göttlichen wie die menschlichen, sind heilig und sie selbst werden die Welt richten. Die Menschheit hält sich nicht für götzendienerisch. Doch wahrlich, ich sage euch, sie betet noch immer das goldene Kalb an. Das Chaos ist zurückgekehrt, weil es keine Tugend gibt. Und wo keine Tugend ist, kann es keine Wahrheit geben. Der Grund dafür ist nicht, dass das Gesetz, das der Vater Mose übergab, keine Kraft hätte, noch dass die Lehre Jesu nur auf die vergangenen Zeiten anwendbar wäre. Beide sind in ihrem geistigen Gehalt ewige Gesetze. Doch erkennt, dass sie wie eine Quelle sind, dessen Wasser zu trinken niemand gezwungen wird, sondern dass jeder, der sich diesem Brunnquell der Liebe naht, es aus eigenem Antrieb tut. Legt meine Unterweisung richtig aus. Denkt nicht, dass mein Geist Freude daran haben kann, wenn er eure Leiden auf Erden sieht. Oder dass ich komme, euch alles zu entziehen, was euch Freude macht, um mich daran zu ergötzen.
Ich komme, damit ihr meine Gesetze anerkennt und respektiert. Denn sie sind eures Respekts und eurer Beachtung würdig, weil sie euch die Glückseligkeit bescheren, wenn ihr ihnen gehorcht. Willensfreiheit und Gewissen aus Kapitel 34 des Dritten Testamentes. Der Herr sagt: Das Gewissen ist der göttliche Funke, ist ein höheres Licht und eine Kraft, die dem Menschen hilft, nicht zu sündigen. Welchen Verdienst gäbe es im Menschen, wenn das Gewissen materielle Gewalt besäße, um ihn zu zwingen, im Guten zu verbleiben? Ich will, dass ihr wisst, dass der Verdienst darin besteht, auf jene Stimme zu hören, sich davon zu überzeugen, dass sie niemals lügt, noch sich irrt in dem, was sie rät, und im treuen Befolgen ihrer Weisungen. Wie ihr sicherlich begreifen könnt, erfordert es Schulung und Konzentration auf sich selbst, um jene Stimme klar vernehmen zu können. Welche unter euch üben diesen Gehorsam derzeit aus? Antwortet euch selbst. Das Gewissen hat sich immer im Menschen kundgetan. Aber der Mensch hat nicht die notwendige Entwicklung erreicht, um sein ganzes Leben von jenem Lichte leiten zu lassen. Er benötigt Gesetze, Unterweisungen, Vorschriften, Religionen und Ratschläge. Wenn die Menschen dahin gelangen, mit ihrem Geiste in Verbindung zu treten und anstatt das Geistige im Äußeren zu suchen, es in ihrem Inneren suchen, werden sie die sanfte, überredende, weise und gerechte Stimme vernehmen können, die immer in ihnen lebendig war, ohne dass sie auf sie hörten, und sie werden begreifen, dass im Gewissen die Gegenwart Gottes ist, dass es der wahre Mittler ist, durch den der Mensch mit seinem Vater und Schöpfer in Verbindung treten soll.